Hallo, herzlich willkommen bei Anges Bastelwerkstatt. Wir werden heute ein Thermometer programmieren oder beziehungsweise schauen, was Frino für uns hier bereitstellt oder bietet. Und ja, wir gehen am besten gleich mal kurz die Sachen durch, was wir brauchen. Wir brauchen für diesen Versuch einen Thermistor. Der wird vermutlich dann angewärmt und da kann man dann die Temperatur messen. Dann unser Steuermodul. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Das Modul heißt einfach PCF 8591. Ein paar Jumperkabel und drei Widerstände. Ich werde das mal schnell aufbauen und wie es hier im Plan steht. Und ja, da bin ich gleich fertig. Fertig sein. Jetzt schauen wir schnell, was das Programm uns noch zeigt. Hier öffnen wir wieder unser Programm über Python und dann machen wir Open. Ja, ich schreibe das Programm jetzt noch selber und ich schaue, ob ich das diesmal mitschneide oder nicht schneide. Weil es kommt ja nicht so an, aber ich schreibe das noch schnell. Vielleicht blende ich es nachher schon mal ein. Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe ein paar Fehler drin gehabt. Und mitunter dieses Prozentzeichen hier habe ich jetzt mich totgesucht. Und hier in der Zeile irgendwo. Irgendwo hier hatte ich ein Problem. Werde ich jetzt beim Schneiden noch nachsehen, wo das Problem lag. Ansonsten sind das eigentlich recht viele Rechenaufgaben, wenn ich das so richtig raussehe. Hier haben wir die Temperatur in Kelvin, wird die zuerst gerechnet. Und dann wird die Temperatur Celsius ausgerechnet. Und dann wird sie hier abgegeben, was mir nicht ganz reinkommt, warum ich so viele Kommastellen habe. Ich schreibe ja das Programm eigentlich immer ab, das heißt also, es ist hier nichts anders wie bei mir. Also, ich habe hier keine anderen Zahlen oder so. Das heißt also, ich weiß nicht, wo die Änderung, würde ich sagen, aber nicht mehr heute.
Aber hier haben wir ein richtig schönes Programm, wo wir theoretisch auch für eine Wetterstation benutzen könnten. Und ja, ich finde das toll. Ich bedanke mich, dass ihr mir so lange zugesehen habt. Wenn ihr euch mein Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo wäre fein. Und bis zum nächsten Video. Hier sind noch zwei Videos. Einmal die News und einmal der vorige Teil, was vorher schon dabei war. Und in der Videobeschreibung stehen einige Teile mit den Links, wo ihr hinkommt. Hier könnt ihr auch nachsehen. Bye!